Konnichiwa, Kalpis! Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren Folge des realen Irrsinns aus der React Time. Ja, und das ist eine Fortsetzungsfolge. Also, wir haben in diesem Mal einen Dreiteiler. Und das ist richtig toll, das ist vorgeschlagen worden von unserem Schildi 1. Und zwar geht es um die Stefani-Brücke in Bremen. Wir hatten da jetzt schon eine Folge. Ich habe sie mal da oben für euch in der Infokarte verlinkt. Und, also ihr solltet das geguckt haben, damit ihr wisst, worum es geht. Kurz zusammengefasst, die Stefani-Brücke ist etwas marode und statt oben zu verbieten, dass da LKWs drüber fahren, nein, wurde unten der Zugang für die Radfahrer und Fußgänger blockiert, weil man angeblich damit 234 Tonnen Belastungsgewicht für die Brücke einsparen kann. Kein Mensch weiß, wie sie das hinbekommen, aber sie bekommen das auf jeden Fall hin, sagen sie zumindest, oder zumindest das Bauamt. Wir schauen uns mal an. Schildi hat es, wie gesagt, verlinkt. Gibt da noch zwei weitere Teile dazu. Also zu dem ersten Teil, das ist jetzt der zweite, den wir uns angucken. Wir schauen uns mal an, wie das da weitergegangen ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der erste Teil war schon sehr interessant. Also vor allem in der Rechenweise, wie die Stadtverwaltung in Bremen das rechnet. So. Ihr seht hier schon wieder unser Zwerg. Da fehlt diesmal aber der Pfeil. Also ja, gucken wir mal, ob der Pfeil jetzt kommt. Also viel Spaß euch. Wie gesagt, Neues von der Stefani-Brücke in Bremen. Die Stefani-Brücke in Bremen ist marode. 94.000 Fahrzeuge brettern jeden Tag über sie herüber. Davon knapp 10% LKW. Ja, also das war das, was wir auch beim ersten Mal schon mitgeteilt bekommen hatten. Und das ist also 10% von 94.000, das heißt 9.400 LKWs fahren da drüber, die teilweise natürlich auch wahrscheinlich massivst beladen sind. Ja, und sie ist marode, das hatte ich ja gesagt gehabt. Deswegen soll die Brücke entlastet werden. Ja, genau, das wurde auch gesagt und ich hatte es ja schon angekündigt in einer Einleitung, aber überlegt euch mal, ihr werdet lachen, wenn ihr hört, wie sie die entlastet haben. Man könnte dafür zum Beispiel eine Autospur sperren. Theoretisch. Das Amt für Straßen und Verkehr hatte noch eine bessere Idee und hat lieber eine andere Spur gesperrt. Nach sorgfältiger Abwägung der verkehrlichen Auswirkungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, eine Einengung der Geh- und Radwege vorzunehmen. Genau, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Straßenverkehrsamt in Bremen hat entschieden, dass es besser ist, Rad- und Fußgänger einzuengen und deren Wege zu verringern, anstatt dafür zu sorgen, dass oben über die Straße weniger Autos fahren und vor allen Dingen weniger LKWs. Also, es ist eine dreispurige Autobahn pro Seite oder Brücke pro Seite. Und sie haben sich gedacht, ja, statt da nur vier Wege, statt sechs Wege frei zu machen, machen wir unten lieber einen zu. Hier, wie bescheuert kann man sein? Wie oft muss man als kleines Kind mit dem Kopf gegen die Wand gerannt sein, um auf so eine dumme Idee zu kommen? Oder wie sehr muss man sich den Schlups am Hals zugezogen haben, damit man denkt, dass so eine Lösung die richtige ist. Also, das ist doch echt nicht mehr klar denkend im Kopf, oder? Also wirklich. Genau, die schweren Radfahrer und Fußgänger, die sind das Problem, nicht diese Fahrzeugchen. Und deshalb hat das Verkehrsamt diesen Zaun aufstellen lassen, der den Geh- und Radweg 2 Meter schmaler macht. Ja, genau. Statt 4 Meter haben sie jetzt nur noch 2 Meter und vor allen Dingen der Zaun ist aus massiven Betonblöcken und schweren Zaunelementen. Ich dachte, sie wollten das entlasten, nicht belasten. Ich sag doch, im Straßenverkehrsamt in Bremen arbeiten nur Trottel. Es ist jetzt einfach ein bisschen enger für alle und nicht so komfortabel. Man kommt sich ins Gedränge. Also bringt du das nichts. Das sieht das Verkehrsamt aber anders. Die rechnerische Reduzierung der Verkehrslasten beträgt ca. 234 Tonnen. Ich bin immer noch nicht darauf gekommen. Sie haben am Ende der ersten Folge ja eine Rechnung aufgezeigt.
Ich bin immer noch nicht darauf gekommen, wie sie darauf kommen, dass diese Rechnung auf 234 Tonnen Reduzierung der Belastung kommt. Was für ein Rechner habt ihr benutzt? Ein altes Schiebebrett aus dem Mittelalter, nicht aus dem Mittelalter, im Mittelalter waren sie schon schlauer, aus der Steinzeit, so für die Saurier? Ein Rechenbrett für einen Tyrannosaurus Rex, das haben sie garantiert benutzt, garantiert. Hundertprozentig. Ja, das wären hunderte von Menschen gleichzeitig auf der Brücke. Mhm. Und so sieht's hier doch bestimmt ständig aus, oder? Ja, garantiert. Ich wohne seit 50 Jahren in Bremen. Ich habe noch nie auf dieser Brücke mehr als 10 Leute gesehen. Was? Also gleichzeitig 10 Leute, meint er natürlich. Passiert vielleicht gerade Silvester und dann auch noch nicht mal. Ja, an Silvester kann ich mir das vorstellen, wenn man von da aus gut, einen guten Blick auf die Stadt hat. Ansonsten wäre natürlich der Stehplatz da auch ein bisschen komisch, weil auf der einen Seite sieht man nur Wandding. Ich kenne das hier von uns, wir haben hier eine Autobahnbrücke. Da fahre ich jeden Morgen drüber mit dem Fahrrad, wenn ich zur Schule fahre. Also unten drunter durch, das ist auch so ähnlich wie da die Brücke. Also da würde ich mich nicht hinstellen an Silvester, weil ich auf der Seite, wo ich fahre, nicht sehen würde. Na schön, aber falls doch mal so viele Menschen kommen wollen, dann hält der massive Absperrzaun sie auf. Genau. Gut. Genau. Ich sag mal so, wenn da jetzt 1000 Menschen über diese Brücke laufen, dann hält dieser Zaun genau 2 Minuten, wenn es hochkommt. Solange, bis sie anfangen, dagegen zu drücken. Dann fällt das Ding nämlich entweder um oder wird weggedrückt. Ganz einfach. Der wiegt jetzt auch ein klitzekleines bisschen. Ich glaube, die Zaunelemente wiegen 16 Kilo, die Betonfüße 31 Kilo, wenn man da mal zählt. Ich glaube, jetzt gar ist die Brücke mehr belastet als ohne Zaun. Da hat er voll und ganz recht. Stimmt. Zum Glück hat die Stadt Bremen ja jetzt eine neue, ganz tolle Idee. Der Zaun soll weg und stattdessen sollen die Menschen elektronisch gezählt werden. Los geht's. 1. Der Sprecher vom Verkehrssenator erklärt, wie es dann weitergehen soll. Jetzt bin ich gespannt. Was weiß ich, 500 Menschen auf der Brücke sind, dann klingelt bei der Verkehrsmanagementzentrale der Alarm. Aber bis zu, sagen wir mal, 700 Menschen dürfen auf die Brücke. Das heißt, ich habe eine Sicherheitsmarge von 200 Menschen. Und in der Zeit könnte man dann beispielsweise, das müssen wir noch abstimmen, die Polizei rausfahren, um in irgendeiner Form zu gucken, dass die Brücke dann wieder gesperrt wird, aus Sicherheitsgründen. Das ist jetzt nicht denen ihr Ernst. Sie wollen die Brücke wieder freigeben. Das ist ja schon mal eine gute Idee. Der Zaun soll weg, es ist wieder mehr Platz. So. Und wenn dann zufälligerweise mal 500 Menschen auf dieser Brücke langlaufen, was doch, wie der eine Herr schon sagte, in 50 Jahren noch nie passiert ist, gleichzeitig, also nicht hintereinander weg, so mal da zwei, da vier und so weiter, sondern 500 Leute auf einmal. Dann soll in der Verkehrszentrale ein Alarm losgehen. So, wenn dieser Alarm dann losgeht, dann haben sie noch, weil bis zu 700 Menschen auf die Brücke dürfen, 200 Menschen Marge, also Puffer. Und in der Zeit soll dann abgestimmt werden, ob die Polizei rausfährt und das Ganze sperrt. So, Moment, so, genau, sperrt, ja, gut, so, gute Idee, aber erstens mal, glaubt ihr allen Ernstes in der Zeit, wo die zwischen 500 und 700 Menschen auf der Brücke dann sind, wenn das denn überhaupt jemals vorkommen sollte, ist die Zeit so groß, dass ihr diese Abstimmung hinbekommt? Ich wage es zu bezweifeln. Und zweitens, was soll das dann bitte bringen? Also ich finde die Idee mit dem Zaun weg schon mal sehr gut, denn der Rest muss nicht sein. So. Also ich halte das für Blödsinn. Ist ja noch bescheuert. Also eine Zählanlage kostet doch auch einiges irgendwie. Ja, erstmal kostet das natürlich wieder Steuergelder, zum einen. Zum zweiten Mal ist sie völlig unsinnig, weil es fahren vielleicht, seien wir mal großzügig, also wenn ich morgens auf der Brücke unterwegs bin, ja, also hin und her fahre morgens oder auch abends, was ja dann schon eine zeitmäßig ist, wenn die morgens die Leute zur Arbeit fahren oder in die Schule oder so und abends nach Hause und dann kommen wir, wenn es hochkommt, wenn wirklich viele Leute auf der Brücke bei mir, wo ich da fahre, unterwegs sind, kommen wir vielleicht auf 10, 15 Leute gleichzeitig, die auf der Brücke sind. Gleichzeitig.
Ich wage zu bezweifeln, dass da mehr Leute unterwegs sind gleichzeitig. Muss man doch einfach oben am Verkehr irgendwas verändern. Pah, als würden die paar 40 Tonner aus der Stefani-Brücke eine wackelige Angelegenheit machen. Genau, also. Die paar 40 Tonner. Wir haben es gerade am Ende wieder gesehen, der Zaun hat gewackelt. Also, liebe Bremer Stadtverwaltung, ich weiß, das ist jetzt schon eine Weile her und wir haben ja auch noch einen dritten Teil von dieser Stefani-Brücke, den wir uns gleich angucken werden, hier auf dem Stream bei Twitch. Aber als kleiner Hinweis, sperrt links und rechts auf der Straße eine Spur und begrenzt die 40 Tonner auf 2000, 3000 Stück am Tag. Fertig. Thema gegessen, Brücke entlastet. Ich denke nämlich durchaus, dass es noch mehr Brücken gibt, die nach Bremen reinführen, wo die Autos wahrscheinlich nicht über eine marode Brücke fahren und diese kaputt machen würden. Nur so als Hinweis. So. Aber wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, danke Schildi für diesen Vorschlag. Wieder mal super ausgesucht. Dann lasst doch ein Like, ein Abo und eine Glocke da. Ja, das macht euch schön. Dem Kanal hilft's. Und wir haben wieder was Tolles zusammen erreicht. So, das zum einen. Zum zweiten, wenn ihr das gleiche bei dem Originalvideo machen wollt, unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr da schon drin seid, dann könnt ihr noch ein kleines Stückchen weiter in der Videobeschreibung runtergehen. Da ist ein Button, da steht Twitch drauf. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr bei Twitch. Das ist ein Livestream-Plattform. Da habe ich das Ganze jetzt live aufgenommen. Da könnt ihr auch mal zugucken. Da ist in der Infobox bei mir von meinem Kanal verlinkt, wann ich streame. Meistens samstags früh. Da könnt ihr mal zugucken. Ah, und sehen, wie ich mich über sowas aufrege. Genau. So. Und damit ich jetzt euch aber auch zeigen kann, dass ich nicht alles einfach nur so mache und den Kollegen nichts gönne, hier ein Like. Da ist es schon abonniert. Genau. Und da ist die Glocke. Die habe ich jetzt nicht aktiviert, aus einem einfachen Grund. Ich habe so viele Kanäle für diesen Kanal hier, mit dem ich die Streams mache, dass wir einfach, das wäre zu viel, was dann reinkommt. Genau. Gut. So. Was machen wir jetzt noch? Ja, genau. Wenn ihr Anregungen habt, also was ich verbessern könnte oder was euch gut gefällt oder Vorschläge habt, was man reacten könnte, so wie jetzt der Schildi, der hat das ja auch vorgeschlagen und das, wird ihr dann auch gereactet, ja? Oder ihr wollt sonst irgendwas loswerden. Unten, unter der Videobeschreibung, da ist der Kommentar-Teil. Da könnt ihr reinschreiben und ich reagiere dann also auch. Ich schreibe euch dann zurück. Genau. Genau. So. Das war's für heute. Ich bedanke mich. Wünsche euch einen schönen Tag. Oder Abend, schönes Wochenende. Wie auch immer, gerade wann ihr das guckt. Und wir sehen uns wieder. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.